Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Vogler, wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Sie haben eine Fabel erzählt. Ich mag ja Fabeln, aber die Fabel, die war völlig fehl am Platz. Also sie kam mir eher so ein bisschen vor wie die Prinzessin auf der Erbse, die immer sagt, egal was passiert, das ist keine Fabel, das ist ein Märchen, da haben Sie recht. Und insofern war das, was Sie erzählt haben, hier ein Märchen in vielen Punkten und das ist wirklich schade. Und ich hätte mir gewünscht, wir sind ja im Grunde jetzt 2 Tage nach dem Mauerfall, wir feiern das 24-jährige Jubiläum. Und da hätte ich mir durchaus gewünscht, wenn Sie da auch mal ein paar positive Aspekte eingebracht hätten. Und gerade im Bereich der Gesundheitswirtschaft sieht man ja, wie positiv sich die Entwicklung darstellt. Wir reden hier über eine Lebenserwartung, gerade in den neuen Bundesländern, die durchschnittlich um 9 Jahre gestiegen ist. Wir reden über eine gestiegene Lebenserwartung bundesweit. Bei Männern reden wir mittlerweile über eine durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahren, bei Frauen von fast 85 Jahren. Und das heißt natürlich auch, dass aufgrund des medizinischen Fortschritts diese Erfolge vonstatten gingen. Und insofern können wir da ja auch mal sagen, das ist ein Erfolg und da müssen wir nicht immer alles schlecht reden. Und wir wissen doch alle, dass damit auch die Anzahl an chronischen Erkrankungen, eine Steigerung im Bereich Diabetes, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs einhergeht. Der Minister hat es angesprochen, gerade im Krebsbereich haben wir doch wirklich hoffnungsvolle Entwicklung. Wenn man sich anschaut, wie noch vor einigen Jahren in vielen Bereichen, bei vielen Krebsarten die Prognose war. Wir haben da über kurzzeitiges Überleben, wenn überhaupt, geredet. Wir haben heute im Krebsbereich viele Krebsarten, die heilbar sind. Wir haben viele Krebsarten, die chronifiziert sind. Aber wir haben natürlich auch viele Krebsarten, wo wir noch besser werden müssen. Und insofern hören Sie doch auch auf, den Gesundheitsbereich immer nur als Kostenblock zu sehen, sondern sagen Sie auch mal, das ist ein Bereich, wo volkswirtschaftliche Wertschöpfung passiert. Wir reden über 12% am Bruttoinlandsprodukt. Im Automobilbereich kommen wir nicht annähernd in diese Größenordnung. Und keiner, glaube ich, sagt im Automobilbereich, das Auto, was angeboten wird, ist zu teuer und deshalb wollen wir das nicht. Und um auf einige Dinge mal zu sprechen zu kommen. Wir müssen aufhören, den Standort auch unter Forschungsaspekten schlecht zu reden. Wir müssen auch mal sagen, gerade das, was wir mit dem AMVSG oder Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz machen, dass wir gute Punkte anfassen. Der Beispiel Ausschreibung von Zytostatika ist angesprochen worden, gerade im Bereich der Krebsversorgung. Hat man erkannt, dass es nicht gut ist, Ausschreibungen zu machen, dass es in dem Bereich nicht wirklich sinnvoll ist. Das heißt, wir haben die Ausschreibung dort ad acta gelegt. Das heißt, wir legen die Verantwortung denjenigen in die Hände, Ärzten, Apothekern, die im besten Kontakt mit dem Patienten entscheiden können, was da sinnvoll ist. Und vielleicht noch ein Wort zur Thematik Impfen. Das ist ja hier angesprochen worden. Die Frau Stamm-Fiebig hat jetzt den Eindruck erweckt, als seien wir von der Union da völlig anderer Meinung als Sie. Also da haben Sie uns an Ihrer Seite. Wir sind doch völlig beieinander, wenn es darum geht, dass wir darüber reden müssen, ob wir da gegebenenfalls nachsteuern. Sie kennen auch den Grundsatz, kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reingegangen ist. Also insofern werden wir das im Ausschuss noch beraten. Wir werden schauen, ob es durchaus sinnvoll ist, da die Ausschreibung auch möglicherweise abzuschaffen. Und insofern sind wir doch da beieinander. Und liebe Frau Kollegin Schulz-Asche, liebe Cordula, ich finde es ja immer sehr interessant, wenn du auf einige Punkte eingehst und dann den Eindruck hier erwächst, als würde da überhaupt nichts gemacht werden. Beispiel Vertraulichkeit des Preises. Wir haben gesagt, Vertraulichkeit des Preises ist wichtig, weil die Vertraulichkeit des Preises auch Unternehmen die Möglichkeit im europaweiten und im internationalen Kontext eröffnet, Spielraum bei den Preisverhandlungen zu haben. Das heißt, dass dieser Preis nicht als Referenzpreis herangezogen wird. Und dann wundert mich das aber, dass gerade im Pharma-Dialog die Landesregierung Rot-Grün, Rheinland-Pfalz sagt, Vertraulichkeit des Preises ist wichtig. Und hier die Grünen sich hinstellen und sagen, das ist eine Sache, die wollen wir überhaupt nicht. Und das ist also ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Also insofern sollten wir da auch ein bisschen ehrlicher werden. Und das Thema Umsatzschwelle ist ja hier angesprochen worden. Also wir müssen natürlich da auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist immer sehr interessant zu sagen, na ja, die sollen zwar forschen, die Pharmaunternehmen, aber sie sollen kein Geld verdienen. Und insofern ist es hier ja schon mehrfach angeklungen bei der Frage der Umsatzschwelle, in welcher Höhe wir uns letztendlich einigen. Da werden wir sicherlich im Ausschuss auch noch miteinander reden. Aber wenn man sich konkret anschaut, welche Fälle das betrifft, dann sind die Prognosen und die Befürchtungen, die geäußert worden sind, im Nachgang ja so überhaupt nicht eingetreten. Also insofern sollten wir uns da auch ein bisschen ehrlicher machen. Vielleicht noch einen Punkt, Transparenz. Wir haben ja alle gesagt, Transparenz ist wichtig, wir wollen auch Transparenz, deshalb schaffen wir mit dem AMVSG das Arztinformationssystem, dass jeder Arzt auch über die Möglichkeiten der Digitalisierung
genauer über Zusatznutzen im Rahmen des Nutzenbewertungsverfahrens für neue innovative Produkte informiert wird. Und das ist doch ein Punkt, den können Sie ja auch mal positiv ansprechen. Die Frage der konkreten Ausgestaltung müssen wir gegebenenfalls noch diskutieren, aber an sich ist das ein guter Punkt. Und insofern schaffen wir mit dem AMVSG den Spagat zwischen der längeren, der höheren Lebenserwartung einerseits mit innovativen Produkten, die schnell in die Regelversorgung sollen, und einer Kosten im Auge Behaltung auf der anderen Seite. Und insofern lassen Sie uns im Ausschuss darüber diskutieren. Wir haben ja einen Ausschussvorsitzenden, der das ordentlich im Ausschuss in die richtigen Bahnen leiten wird. Insofern bin ich da auch ganz guter Hoffnung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Interfraktion.